Das war erledigt. Okay, die sind bei 53%. Das wird auch nicht mehr lange dauern. Okay, das heißt, wir können jetzt mal gucken. Ich würde jetzt mal so ungefähr 30 Tage nach vorne springen, um einmal die Moonbase Bravo zu kontrollieren, ob die Nahrungsmittelproduktion so klappt wie vermutet. Denn theoretisch müssten die in 30 Tagen doch deutlich mehr Essen haben. So, das heißt, wir sind jetzt bei Tag 115. Ich spule jetzt mal vor auf Tag 145, so um und bei. Mal gucken, was passiert. Ich hoffe, nichts Schlimmes. Aber wir könnten auch mal bei den Strategien wieder gucken, wo ich das Ausrufezeichen da unten gerade so aus dem Augenwinkel sehe. So, 145. Was ist los? Was willst du? Media Circus, lass uns mal. Wir haben ewig nicht mehr bei den Strategien reingeguckt. Wir können mal wieder upgraden, oder? Können wir uns das leisten? Können wir uns locker leisten. Guck mal, weil wir könnten To Boldly Go, das haben wir ja eh schon laufen. Also wir haben Massive Scale Launches laufen und momentan ist es so, dass wir 100.000 Funds kriegen, wenn die Vessel 75 Tonnen wiegt und noch 25 Reputation. Das könnten wir upgraden auf Massive Scale Launches 3 zu gehen. Da könnten wir dann nochmal sagen, wir kriegen nochmal, wenn das Ding 250 Tonnen wiegt, also können wir richtig dicke Raketen dann nehmen. Und, ach, guck mal, Facility Repairs are free. Das heißt, wenn wir unser Launchpad kaputt machen und oder irgendwas anderes zerstören, kriegen wir das kostenlos wieder repariert. Oder? Das ist ja ein No-Brainer. Das ist ja. Oh Gott, ich habe gerade meinen Kaffee umgekippt. Oh nein. Ich glaube, ich muss mal ganz kurz den Stream unterbrechen und meinen Tisch trockenlegen. Es gibt jetzt eine kurze Werbeunterbrechung, während ich ein Tuch hole, um diesen Tisch wieder in den trockenen Zustand zu überführen. Danach geht's sofort weiter. So, der Tisch ist erstmal so weit trockengelegt, dass ich nachher dann nur noch Putzaufgaben zu erledigen habe, aber wahrscheinlich nicht mehr von einem Stromschlag heimgesucht werde. Gut, kommen wir zurück zu Kaffeetasse umkippen. Da waren wir nämlich dabei, Massive Scale Launches 3 anzunehmen. Und ja, ganz ehrlich, Facility Repairs are free ist eigentlich das Argument für, ja, 75.000. Ich glaube, einmal das Launchpad reparieren. Zack. Zack. So. Und jetzt hat man noch die Frage To Boldly Go. Das ist natürlich ein bisschen teurer. Und wir haben aktiv To Boldly Go 2. To Boldly Go 2 macht 25.000 Funds, wenn wir Science übertragen von neu entdeckten Biomen. Wir erinnern uns daran, wir sind jetzt kurz davor, in Richtung Duna zu starten. Dort werden wir was finden? Genau, neue Biome. Und New Celestial Bodies, 100.000 Funds. Und wenn wir das jetzt aktivieren, dann kriegen wir 50.000 Funds von neuen Biomen. Und 200.000 Funds, wenn wir neue Celestial Bodies. Das heißt, wir werden relativ schnell mit Duna die Kosten eh wieder reinspielen. Oh, und 100 Funds für Milestone Gains. Ja, kommt. 100% Funds obendrauf. Auch No-Brainer, glaube ich. Machen wir jetzt. Wir haben genug Geld. So, zack. Was ist Free Ice Cream? Free Ice Cream macht, wir kriegen 5.000 Funds alle 30 Tage. Weil. Und wir kriegen Reputation bis zu 250 Jahre. Was ich aber überlegt hatte, wir könnten das Duna Probes Programm machen. Und zwar kriegen wir 400% Funds für alle Milestones, die wir bei Duna gainen, kriegen aber 80% Funds Abzug für Milestone Gains for Other Bodies. Aber Duna steht ja jetzt an. Andere Milestones werden nicht kommen. Also wir pushen das jetzt richtig nach oben. Wir müssen mit Probes auf drei verschiedenen Biomen auf Duna landen. Eins potenziell ja schon mal erledigt. Wir kriegen 1,75 Millionen Funds Abzug, wenn wir das abbrechen, bevor wir es erledigt haben. Und 500 Reputation Dings. Wir müssen. Na gut, das haben wir alles. Also, wir müssen drei verschiedene Biome von Duna mit Probes besuchen. Das ist quasi so der Trick hinter der ganzen Sache. Ganz kurz nochmal.
ein bisschen Kaffeebrühe am Rumschwappen. So. Gut, Problem gelöst. Ich würde sagen, wir machen mal das Duna Probes Programm an. Das macht echt Sinn für uns. Also es macht richtig viel Sinn für uns. Und es kostet auch nichts, sondern gibt uns sogar noch Kohle. Ich würde sagen, Feuer frei. Ja. Gut, also wir sind jetzt offiziell darauf committed, dass wir als nächstes Duna erforschen. Dann sollten wir jetzt mal gucken, was nötig ist, um so möglichst schnell und effektiv nach Duna zu kommen. So, jetzt gehen wir einmal ganz kurz zu Moonbase Bravo. Das wird tatsächlich nur... Ja, genau, jetzt sind die ganzen anderen Strategies natürlich nicht mehr available. Jetzt gucken wir aber einmal, ob das funktioniert hat bei Duna. Bei der Moonbase mit der Nahrungsmittelproduktion. Das ist ja immer noch so ein bisschen experimentell, um es mal nett zu formulieren. Wir sind übrigens auch gerade mal wieder in der finsteren Mondnacht unterwegs. Aber Gott sei Dank haben wir Reaktoren. Ich hoffe, die hatte ich auch eingeschaltet. Werden wir gleich sehen. Wenn nicht, wird es jetzt mal Zeit, ihn hochzufahren. So, also theoretisch hat das Ding jetzt Lebensmittel produziert. Und wir sollten nicht bei 30 Tage weniger essen als 105, also bei 75 stehen. Das erzeugt richtig gut Hitze, dieser Reaktor, ne? Geiler Scheiß. Ordentlich. Aber gut, so soll das ja. Ich meine, das sind ja... Ah, die kühlen sogar ein bisschen runter, oder? Das sind halt hart am Limit, die Dinger. Viel mehr Hitze dürfen wir hier nicht draufbringen. Ich glaube, wir sollten mal als geistige Notiz mitnehmen für die nächste Mission, die hierher kommt. Bringen wir mal ein paar mehr Hitzeradiatoren mit. Die sind nämlich schon ganz schön am Kotzen, obwohl sie es jetzt wieder normalisiert. Das scheint so ein Ich-hab-nicht-geladen-Ding sein. Aber es ist doch auch ein cooler Ausblick. Überleg mal, du guckst aus deinem Fenster und siehst vor dir so diese glühenden Radiatoren an einem Atomreaktor. Damit würde ich auch nicht rausgehen wollen. So, aber jetzt Spannungskurve genug erhöht. Wir sind bei 108 Tagen jetzt. Das ist doch okay. Wahrscheinlich produziert er aber auch gar nicht mehr. Doch. Nee. Mulch ist alle. Mulch ist alle. Was ist hier los? Habt ihr denn kein Unrat produziert, Jungs und Mädels? Wo geht euer Mulch hin? Haben wir keinen Mulch mehr? Habt ihr den Mulch komplett aufgebraucht? Tatsächlich. Ja, okay, wir kommen gerade nicht hinterher mit dem Produzieren. Wie es aussieht. Weil die nicht genug Dreck machen. So einfach ist es. Die machen einfach nicht genug Dreck, die Kürbels. Ist der eigentlich noch an? Ne, der hat sich runtergefahren. Alles klar. Startreaktor. Dann sind wir wieder hoch mit dir. Okay, also den Reaktor können wir erstmal wieder hochfahren. Der hat sich notabgeschaltet. Dem war das tatsächlich ein bisschen zu heiß. So. Also, es wird noch produziert. Das sieht man hier auch immer. Guck mal, das Mulch zuckt immer so vor sich hin. Also, es taucht auf. Und wir produzieren auch noch Fertilizer, aber Supplies... Oh doch, wir produzieren ganz leicht Supplies. Es ist auch mehr geworden. Also am Ende des Tages haben wir nichts verbraucht, sondern wir haben jetzt einen Puffer von 108 statt 105. Das heißt, wir haben für 3 Tage Supplies in 30 Tagen produziert und währenddessen unseren Verbrauch komplett gedeckt. Das heißt, es scheint irgendwie sich auszugehen, so halbwegs. Was wir jetzt noch machen können, ist, wir können schon mal Fertilizer, den wir hier drüben haben... rein transferieren. Zack. Den Mulch scheint er sich ja zu ziehen. Und wir können Supplies, die hier produziert worden sind, schon mal rausziehen. Damit er nicht auf die Idee kommt, dass er da irgendwie nichts mehr weiter produziert. Also unsere... Ich kann die reduzieren. Tatsächlich kann man das. Das wäre natürlich witzig. Wo ist er denn hin, der Reaktor? Power Setting. Ja, ich glaube, mal gucken, wie weit wir runtergehen können, bevor es nicht mehr funktioniert. Bisschen noch. Okay, dann machen wir so 20% Leistung. Dann haben wir eine leichte Ladung drauf. Sehr schön, das ist eine coole Idee. Dankeschön für den Tipp, Kazit. Ne, man hat ja Steuerstäbe, das stimmt schon. Also ein normaler Reaktor kann ja auch gesteuert werden.
Von daher nicht völlig ab. Okay, die Kontrollsystem, also die Wärmetauscher gehen auch runter. Das sieht gut aus. Shutdown-Temperatur ist 1300. Das lassen wir auch mal lieber so. Das war ja ganz gut, dass er sich abgeschaltet hat. Okay. Core Lifetime. A long time. Für immer. Zack. Okay. Das heißt, wir sind hier safe. Das heißt, wir können uns jetzt tatsächlich damit beschäftigen, die Duna Base zu starten. Das ist doch cool. Das ist doch mal cool. Sehr schön. Die Duna Base, sage ich schon. Den Duna Rover. Bei der Base sind wir noch nicht angekommen. Aber das ist natürlich die Mission, um aufzuklären, bevor wir dann mit der Base vorbeikommen. So. Ach ja, das ist noch unser Bauteil. Das müssen wir irgendwo noch ranschleppen. Das können wir aber machen, sobald wir die Mission losgeschickt haben. Wir werden ja dann eine gewisse Zeit verbringen. Wie weit ist eigentlich jetzt dieser andere Kram? 73%. Guck mal, Minimus ist auch fast fertiggestellt, gescannt. Das heißt, wir können da mal gucken, wie die Ressourcenauswahl auf Minimus so aussieht. Und wir können uns angucken, ob es einen Folgeauftrag gibt für baut eine Basis auf Minimus. Und wir können die Moonbase erweitern, während unsere Mission to Duna unterwegs ist. So. Jetzt aber los. Jetzt aber los. Also jetzt für alle, die es noch nicht gesehen haben, dann nochmal eine kurze Introduktion, wie unsere Rakete hier so funktioniert. Also, das hier ist eigentlich schon fast wieder überschüssiges Fuel, aber das ist nicht schlimm. Das werden wir noch benutzen. Dann haben wir hier unsere, also ab hier beginnend, unsere Transfer- und gleichzeitig Orbitalstufe. Die geht bis zu dem Adapter da. Also von hier bis zu diesem Decoupler. Das wird unser Orbitalgerät. Das hat einen Scanner mit dran für Ressourcen und es hat einen Radarscanner und es hat einen Multispektralscanner und es hat auch noch eine Antenne, um eine Funkverbindung zu halten. Und hier haben wir Freund Blasebalg Drohnenkopter mit ein paar Forschungsgeräten. Und irgendwo sind auch Beine dazwischen, das kann man gerade ein bisschen schlecht erkennen. Da so. Und einen Skycrane oben drüber, um das Ding halt abzusetzen. Der würde dann wegfliegen. Und dann haben wir hier unseren Quadcopter. So, ja, das ist soweit mal der Plan. Mal gucken, wie gut das dann nachher funktioniert. Das werden wir sehen. Aber jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir uns ein Startfenster suchen. Oh, Electric Charge. Ja gut, Electric Charge kann gerade nicht so gut funktionieren. Wir fliegen nämlich gerade durchs Dünkle. Und ich glaube, das war auch gar keine so gute Idee, hierher zu gehen. Ich gehe mal zum Space Center zurück. Wir müssen nämlich noch ein paar hundert Tage vorwärts spulen. Genau, vorwärts spulen war das Wort. Fun Fact, ich habe so schnell reagiert, dass ich nicht die komplette Tasse ausgekippt habe, sondern nur die halbe Tasse. Ich habe noch ein bisschen Kaffee übrig. So, jetzt schauen wir einmal, dass wir hier den Zeitraffer reinhauen. Ach, Jack, bist du mit deinem Quadcopter noch gar nicht bei Eve angekommen? Ich dachte, du hast das durchgezogen. Und ich könnte jetzt schon mal fragen, was du so getrieben hast. So, zack. Also, wir holen uns mal hier in Zeitraffer. Also, warum mache ich das hier oben? Zum einen, weil es nicht ganz so wackelt. Okay, das ist jetzt gerade schlecht, das damit zu begründen. Hui, guck mal, wie schnell sich das dreht. Zum anderen, weil ich hier einfach schneller Zeitraffern kann. Ding, 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 ding. Achso, der wartet noch auf sein Transfer-Window. Dann kriege ich wohl mein Transfer-Window ein bisschen eher. Ui, 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 ui. Auf Körben werden alle durchgeschleudert. Euch wird schlecht. Das müsstet ihr doch mittlerweile gewöhnt sein aus meinen Streams. Ich bitte euch. So kurze Weltraumtauglichkeits- und Epilepsietests sind immer mit dabei. So, in einer Stunde geht's los. Gut, dann machen wir uns jetzt mal ein hübsches Manöver. Die Stunde können wir auch im Orbit zeitraffern. So, Kaffee alle. Jetzt können auch keine Unfälle mehr passieren. Ich kann mich total aufs Fliegen konzentrieren. Ist das nicht super? Jo. Sehr schön, sehr schön, sehr schön.
Gut, Duna-Transfer. Ist ja mal eine relativ einfache Geschichte. Ihr habt das bestimmt auch alle schon tausendmal gesehen. Als allererstes setzt man sich mal den lustigen Planeten als Ziel, damit man das überhaupt irgendwie austüdeln kann. Und dann ist, wir wollen nach Duna, das heißt, wir wollen nach außen. Ich weiß, dass jetzt ein gutes Transfer-Window ist, weil mir das ja die Alarmglocke gesagt hat. Ansonsten sind das in diesem Winkel hier normalerweise. Oh, lass mich kurz nachdenken. Ich glaube, 34 Grad muss Duna vor, also wenn ihr von der Sonne aus hier quasi so ein Dreieck malt, dieser Winkel muss 34 Grad betragen, die Duna vor Kirbenis. Dann ist der ideale Zeitpunkt, um eine Ejection Richtung Duna zu machen. Und es macht natürlich Sinn, wenn ich jetzt meinen Burn so plane, dass ich schon mal in diese Richtung fliege, weil wenn ich in diese Richtung fliege, stretche ich diesen Orbit hier schon mal nach oben. Das ist das gleiche Ding wie, warum fliege ich gegen die Umlaufbahn vom Moon, wenn ich zurück nach Kerbin will? Natürlich, weil ich dann schon mal in die richtige Richtung brenne. Weil wenn ich in die Richtung brenne, würde ich das hier drüben runterziehen, um es dann wieder hochzubrennen, was natürlich eine Verschwendung wäre. Deshalb immer dieser Orientierungsblick kurz. Dann gehe ich rein und gucke. Okay, hier sehe ich noch ganz dünn die blaue Linie. Okay, ich muss irgendwie so grob in diese Richtung losdüsen. Ja. Ein bisschen später noch. Zack. So, und dann kann ich mir das nämlich schon mal angucken. So, und ich sehe schon mal, ach, guck mal, eigentlich kann ich den Burn direkt durchziehen. Ach, guck mal, ist das nicht quasi fast schon perfekt? Jetzt muss ich nur noch gucken, dass ich den ein bisschen korrigiert bekomme. Und dann bin ich vielleicht gleich schon direkt auf Duna angekommen. So macht man aus dem Orbit raus einen direkten Interplanetary Transfer. Tschusch. So kommt man dann nach Duna. Tada! Fertig. Cool, oder? Also ich weiß, dass es cool ist, aber das ist eine Frage an euch, um nach Bestätigung zu heischen. So, gucken wir mal, wie nah wir dran vorbeikommen. So, jetzt klappen wir das Manöver nochmal auf, falls ich es noch treffe. Gucken mal, wie viel wir daran noch korrigieren können, ohne es zu zerstören. Das sieht doch gar nicht schlecht aus. Huch, das war, glaube ich, ein bisschen viel des Guten. So. Also ich fummel mich jetzt hier so ein bisschen durch, um. Das kann man übrigens mit diesem Precise Manöver Editor oder MechJab deutlich einfacher haben. Aber ihr wisst ja, einfach ist ja nicht so mein Ding. Oh, fuck. Und abgerutscht. Da ist er wieder. Da habe ich jetzt kurz gescrollt, während das Spiel ein kurzes Lag hatte. Dann hat er das natürlich als sehr viel größere Drehung des Mausrads gewertet. So, wir sind schon auf 19.000 Kilometer ran. 18. Denn ich glaube, das reicht erstmal so und den Rest machen wir dann mit einem ganz normalen Bremsmanöver. So. Ja, wie ich das mit dem Stock-Manöverplaner aushalte, das weiß ich nicht. Ich brauche halt einfach so komische Tools nicht, weil ich einfach so fliege. So. Zack. So, Burn-Time wird so ungefähr bei, wenn ich mir das mal angucke, wir brennen das jetzt fast, nee, wir brennen das noch komplett auf dieser Stufe und haben dann sogar noch ein bisschen Delta-V für eine Course-Correction über. Das heißt, ich kann jetzt erstmal ein bisschen den Zeitraffer reinhauen, dass wir ans Manöver rangehen. Das heißt, wir werden so ungefähr 3 Minuten Burn-Time haben. Das heißt, ich würde mal so bei 1 Minute 30 vor dem Manöver beginnen, ungefähr, also hier so um und bei. Und dann fliegen wir jetzt mal los und gucken mal, dass wir nach Duna kommen.
So, währenddessen machen wir hier schon mal L-Antenna an. Extend Antenna. Oh wow, ich glaube, das hatten wir nachgeschlagen, dass das mit der hier Antenne hier potenziell nach Duna funktioniert, ne? So lala-mäßig. Ich hoffe es ehrlich gesagt. Irgendwas hatten wir letzte Folge nachgeguckt. Ja, genau. Diese Tools stören mich nur. Ihr werdet lachen. Ich habe gestern tatsächlich. Ich habe gestern bei RSS ein bisschen was rumprobiert wegen den Venera-Probes, weil ich mal gucken wollte, wie stabil die sind. Und dann, ja, ihr kennt ja dieses typische, du machst den Exit aus dem Planeten, also aus der Erdumlaufbahn, und dann musst du irgendwie nachkorrigieren, weil die Manöver halt Discovery, einfach. nominal Mako, Ohms 1, not required. Jawohl, auf nach Duna. Vielen lieben Dank, Senfsoße, für die Bits. Und dann kommt ja so ein Korrekturmanöver und dann habe ich einfach den, da gibt es ja bei MechJab dann dieses Manöverplanner-Tool. Und vielen lieben Dank fürs Follow, Obolin. Willkommen bei den Kommonauten. Ganz viel Spaß beim Zugucken. Und dann habe ich da drauf geklickt auf hier, oh, mach mal, korrigier das mal in den 200 Kilometer Vorbeiflug, weil hat nicht ganz geklappt. Da hat er irgendwie gesagt 2800 Delta V und ich hatte natürlich nur noch irgendwie 1700. Da habe ich gedacht, so, oh, das kann ja alles nicht wahr sein. Habe selber ein bisschen gebaut und ich habe es für 700 gebaut bekommen. Mit kurz vor Aerobrake. Ich weiß nicht, diese Tools sind halt einfach schlecht. Es tut mir ja leid. Die machen irgendwie so mathematische Sachen. Aber hier, wer braucht schon Mathematik, wenn er Bauchgefühl haben kann? Ich bitte euch. Ihr macht schon so lange Raumfahrt. Ha! Mathematik. Hier. Daumen peilen. So. Das Riesenraumschiff gehört zur Hardcore-Kerbal-Serie. Nicht zu verwechseln mit Hardcore-Kerbal-Colonization. Das hier ist Hardcore-Kerbal-Colonization. Dieses nicht ganz so riesige Raumschiff, das ist ein bisschen kleiner, kleiner Rover, Hover-Rover, kleine Satellitensonde, fliegt das allererste Mal überhaupt nach Duna. Das heißt, wenn du den großen Space Truck sehen willst, dann solltest du unbedingt nach YouTube gehen, da sind die ganzen Aufzeichnungen von Hardcore-Kerbal und da kannst du natürlich auch alles angucken, was irgendwie in, um, an Duna passiert ist. Dramen haben sich abgespielt, Dramen, mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Und ja, die Namen sind vielleicht auch ein bisschen nah beieinander von den Serien. Also Devil, kein Vorwurf an dich, ich kann das schon verstehen, dass es Menschen gibt, denen es passieren kann, zwischen Hardcore-Kerbal und Hardcore-Kerbal-Colonization oder auch HKK und HKK-Quadrat. Verwechslungen reinzubauen. Ich kann es auf der rein menschlichen Ebene total nachvollziehen. Total. So. So. So, jetzt mal hier mal ein bisschen vorsichtig, damit das ordentlich wird. Sonst kann ich hier nicht arbeiten. So, ein bisschen noch, ein bisschen noch, ein bisschen noch. Aha, ich werde wahrscheinlich hier nicht ganz ankommen. Ich ja auch nicht auf den Punkt genau beschleunige. Aber ich muss dann wahrscheinlich gleich nochmal eine Mid-Course-Correction fliegen. So. Gut, also hat nicht ganz gereicht für tatsächlich sofort einen Duna-Vorbeiflug. Aber guck mal, wir sind fast korrekt. So, das heißt, was ich jetzt mache, ist, ich warte mal kurz. Und mal kurz heißt in dem Falle. Kerbin Escape 3 Tage, 3 Stunden. Und dafür gehe ich aber mal ganz kurz ins Space Center, weil aus irgendeinem Grund das hier nicht mehr funktioniert. Dieses Backspace und du hüpfst zurück auf den Fokus der Probe. Dann kann ich ganz schlecht Manöver planen. Und wir werden uns jetzt noch die 3 Tage gönnen. Zeitraffermäßig, um dieses Korrekturmanöver noch zu fliegen, damit ich schon mal weiß, wie unser Duna-Insert aussieht. Und ich würde jetzt nämlich auch schon mal gucken, dass wir direkt. Oh, ist schon wieder Hochwasser am Space Center. Wir ignorieren das einfach mal höflich weiterhin. Macht mal die Pumpen an, Freunde. Der Ausfluss ist. Der Ausguss, Ausfluss, Abfluss. Der Abfluss ist schon wieder verstopft. So, Tracking Station wollte ich. So. So. Mission to Duna. Escape Trajectory. Wie genau funktioniert das mit den Ordnern? Wie genau funktioniert was mit den Ordnern? Du kopierst einfach deinen KSP-Ordner. Copy und Paste. Steuerung C, Steuerung V oder Rechtsklick kopieren, irgendwo anders wieder einfügen.
That's it. Also ich kopiere mir einfach den originalen KSP-Folder. Ich habe halt im Steam ein ungemoddetes KSP liegen, damit ich das immer sauber updaten kann. Das spiele ich aber ehrlich gesagt nie. Außer wenn mal irgendwelche Wettbewerbe sind mit, darfst kein gemoddetes KSP haben, sonst holt dich der Weihnachtsmann oder sowas. Oh, wer hat denn hier ein... Ah, deshalb geht das nicht auf. Ich habe es irgendwie geschafft, noch ein Gravity Assist am... Accidental Gravity Assist. Super. Wir können alles, außer schlecht fliegen. Guckt euch das an. Papa hat gar nicht hingeguckt und Papa hat direkt noch ein. Andere Leute, ne, ziehen sich die Zähne und die Nägel ab, um irgendwie einen Gravity Assist hinzubekommen. Ich mache einfach nur aus Versehen Gravity Assist. Mal gucken, dann können wir gleich noch Ike abgrasen, wahrscheinlich im Bremsmanöver. So, jetzt aber mal genug gelabert. Da kommen wir raus. Dann müssen wir hier irgendwo 3 Tage, 3 Stunden mal ein Manöver planen. So. Jetzt muss ich dann hier hin. Zack. Also eigentlich ist noch ein bisschen früh dafür, aber so, wahrscheinlich. Genau, ganz leichte Korrektur. Dann sind wir auch schon da. So, mal gucken. Jetzt ist das aber auch ein bisschen schöner zu steuern, dass wir da einen polaren Anflug hinbekommen. Weil dann kann ich mir den ganzen Terz schon mal sparen, mit irgendwie das noch hier hinzudödeln. Weil ich muss ja... Wollt ihr lieber vom Südpol oder vom Nordpol anfliegen? Also, jetzt Südpol oder Nordpol und los. Also Nord oder Süd könnt ihr schreiben. Ihr könnt auch Nordpol oder Südpol schreiben. Ich will mal so ein allgemeines Stimmungsbild sehen, ob ihr lieber von Norden oder von Süden hinfliegt. Das ist Delta V technisch ist es total egal. Das sind so 14 versus 15 Delta V, also 1 bis 1,5 Delta V Unterschied. Am Ende des Tages kommt ein Polarorbit raus, ne? Also wir werden in den Orbit bremsen. Aus Westen, Emojack ist raus. Nordpol, Nordpol, Süd, Süd, Nord, Nord, Süd, Süd, Nord, 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 Süd, Nord. Es ist eine leichte Tendenz Richtung Norden zu erkennen. Dann werden wir jetzt mal Richtung Norden starten. Ich könnte natürlich auch einfach so ein Strawpoll aufmachen, aber. Ach, guck mal da, guck mal. Ha, hab ich's gesagt oder habe ich es gesagt? Wir könnten natürlich noch an Ike vorbeifliegen. Well, es tut mir leid. Ich weiß nicht, warum so Sachen bei mir immer funktionieren. Es ist mir auch völlig unschlüssig. Ich mache jetzt aus Prinzip keinen Flyby an Ike, weil ich mich sonst schlecht fühle. Atmosphäre war wie hoch? 50 Kilometer. Jo, im ersten Schwung werde ich, denke ich mal, wartet mal, aber wenn ich in Süd, nee, dann komme ich auch nicht besser an Ike vorbei. Na gut. Ja, Science ist Science, aber ich versaue mir dadurch natürlich auch. Jetzt ist es sehr inexpensive. Also jetzt gerade kostet mich das 1, 2 Delta V. So, jetzt nehmen wir mal an, ich mache das so, ne? Wenn ich jetzt 1, 2 Delta V nutze, um den Ike Flyby zu kriegen für meine Science, heißt das später, dass ich, um das Ding hier wieder hinzubiegen, also Richtung Polarorbit. Mal kurz angucken. Nur einfach mal, um euch das zu zeigen, was der krasse Unterschied ist. Wir reden jetzt gerade über 15,2. Und jetzt mache ich wieder ein Polarorbit draus, ne? Weil ich muss ja unbedingt Ike besorgen. Besuchen. Science bei Ike besorgen. So. Jetzt irgendwie wieder auf hier so 100 Kilometer oder sowas. Und das ist ja jetzt so ungefähr polar. Ich würde mutmaßen 300 bis 400 Delta V. 391. Hat er gut geraten, oder? 391 Delta V versus 15. Jetzt müssen wir uns halt überlegen, unsere Primärmission ist nicht, bei Ike Science-Daten zu besuchen, zu besorgen. Meine Güte, ich glaube, bei mir ist irgendwie eine Gehirnzelle gestorben. Sondern unsere Primärmission ist ja, diesen Rover abzusetzen und den Ressourcenscan zu machen. Das heißt nämlich, ich muss einmal mit meiner Probe in den relativ niedrigen Orbit gehen, um den Hover Rover abzusetzen, weil der Skycrane nicht so unendlich viel Delta-V-Budget übrig hat.
Der darf nicht zu viel verbrauchen, um den Eintritt zu machen und muss dann wieder in einen 150 Kilometer Orbit hoch, um den Scan zu machen. Und ich will es halt nicht riskieren, obwohl ich der Fairness halber natürlich auch sagen muss, ich habe echt arschig viel Delta V, ne? Wisst ihr was? Jetzt habe ich es schon geplant. Check. Machen wir es doch genauso, oder?